Sportfight. Wir leben Wrestling. Baldiges Karriereende von John Cena. Gegenüber TheRap.com erläuterte John Cena seinen aktuellen Status mit der WWE. Er genieße es weiterhin für den Marktführer aufzutreten, obwohl er wisse, dass dieser nicht mehr auf ihn angewiesen ist. Jedoch denke er auch über ein Ende seiner In-Ring-Karriere nach, so wolle er den richtigen Zeitpunkt für sein Karriereende finden und nicht über seinem Zenit noch in den Ring steigen. Auch nach Ende seiner In-Ring-Karriere wolle er jedoch weiterhin mit WWE zusammenarbeiten und könne sich vorstellen, häufiger im Performance Center vorbeizuschauen. Noch habe er sich aber nicht entschieden, wann genau er seine Wrestling-Karriere beende. Neue Infos zur Saudi-Arabien-Show. Der Name sowie der Main Event des am 7. Juni in Saudi-Arabien stattfindenden WWE-Events wurde nun bekannt gegeben. Einige Offizielle entschieden sich gegen den erst eingeplanten Namen Sands of Time, deshalb wurde die Show als WWE Super Showdown angekündigt. Im Main Event wird Goldberg gegen den Undertaker antreten, außerdem wurde ein Match zwischen Randy Orton und Triple H und eine 50-Mann Battle Royal angekündigt. McMahon wütend auf Harper? Nach Berichten von Fightful hegt Vince McMahon bereits seit längerem einen Groll gegenüber Luke Harper. SmackDown weiterhin zweistündig. Auch nach dem Wechsel zu Fox soll SmackDown weiterhin zweistündig bleiben, allerdings soll es weitere Sendungen mit WWE-Inhalten auf dem Sender Fox Sports One geben. Achtung Raw-Spoiler! Änderungen im Money in the Bank Ladder Match. In der dieswöchigen Raw-Ausgabe besiegte Sami Zayn Braun Strowman um seinen Platz im Money in the Bank Ladder Match der Männer. Somit wird Zayn statt Strowman im Leiter-Match antreten.